meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Mittwochnachmittag, 15 Uhr. Schön, dass Sie auch heute wieder so zahlreich erschienen sind. Wir hatten uns ja im letzten Jahr mit den Worten verabschiedet, dass wir uns alle freuen würden, uns im neuen Jahr gesund und zahlreich wiederzusehen. Dieser Wunsch ist also offenbar schon mal in Erfüllung gegangen. Da haben wir schon ein Häkchen für das neue Jahr dran. Insofern nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Abrechnungsprüfungen nach PulvVV. Der juristische Ernstfall. Das klingt natürlich immer sehr dramatisch und wir werden Ihnen in der nächsten Stunde ein paar aktuelle Entscheidungen, Tipps für die Praxis näher bringen, rechtliche Rahmenbedingungen im Hinblick auf Abrechnungsprüfungen im Krankenhaus und in gewohnter Weise in unserer Dreiteilung. Und deswegen darf ich natürlich in gleicher Weise, wie Sie es auch im letzten Jahr gewohnt waren, heute wieder begrüßen, Herrn Dr. Volker Humbert und Frau Franziska Preising, die Hallo. Für die medizinischen Teile, das wäre dann Herr Humbert in dem Fall, beziehungsweise für die gesundheitsökonomischen Aspekte zum Thema Abrechnungsprüfung beziehungsweise Abrechnung insgesamt zuständig sind. Heute machen wir es mal ein bisschen anders. Sie kennen das ja, wir machen sonst immer diese Dreiteilung, zuerst der juristische Part, dann der medizinische und dann der gesundheitsökonomische Part. Der juristische bleibt gleich, weil mit mir offenbar keiner zusammenarbeiten wollte, aber den medizinischen und den gesundheitsökonomischen Teil, den haben wir heute mal in einen Part zusammengepackt. Das heißt, Herr Humbert und Frau Preising werden heute im Duo, im Team auftreten und vielleicht dann zwischendurch mich auch mal fragen, wenn ich noch mal was sagen darf. Insofern freue ich mich auf eine, wie immer, spannende Veranstaltung. Sie kennen das schon, für die, die schon länger dabei sind, beziehungsweise dann für die, die jetzt neu dabei sind, kurze Info noch. Sie können jederzeit Fragen im F&A-Bereich stellen. Wir werden das dann versuchen, dass wir es gleich parallel auch schriftlich beantworten. Oder beziehungsweise dann auch gleich mit aufgreifen im jeweiligen Vortrag, da Sie da dann schon eine Auskunft erhalten. Sie haben natürlich auch im Nachgang die Möglichkeit, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie schweißgebadet in der Nacht aufwachen und sagen, das habe ich aber vergessen, das wollte ich noch fragen, schicken Sie uns einfach, egal wem von uns dreien, eine E-Mail. Wir werden Ihnen das dann relativ zeitnah dann entsprechend beantworten. Also scheuen Sie sich nicht, kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns jederzeit, Ihnen da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Gut, insofern würde ich sagen, gehen wir gleich in medias res, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Wir wollen ja pünktlich sein und ich werde mal mit dem juristischen Teil starten. Das ist ja immer der unvermeidbare Teil, so wird man ja auch regelmäßig mittlerweile angekündigt und nur noch der unvermeidbare juristische Vortrag ist natürlich auch so, denn wir sind natürlich in einem stark regulierten System und vor dem Hintergrund ist es auch wichtig, dass wir mal ein bisschen über die rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen, gerade auch was bei dem Thema Abrechnungsprüfung dahinter steckt. Sie kennen das auch, wir haben natürlich verschiedene Interessen im Gesundheitssystem. Hier sehen Sie mal drei Meinungen. Ich möchte das Neueste vom Neuesten. Wer das sagt, ist auch klar. Medizinisch ist es ja sinnvoll, sagt dann vielleicht der andere. Es könnte der Arzt in dem Fall sein. Aber was soll ich schon machen, wenn die Kasse das nicht bezahlt? Und dann haben wir natürlich auch noch die Meinung, neue Methoden ohne Nutzennachweis durch RCT werden grundsätzlich nicht bezahlt. Wir haben also ein Spannungsfeld. Natürlich zwischen den Wünschen und Hoffnungen einer Seite, aber auch der Erfüllbarkeit auf der anderen Seite. Und wenn wir es mal aus der ärztlichen Sicht betrachten, dann haben wir natürlich das Thema ärztliche Therapiefreiheit auf der einen Seite, Selbstbestimmungsrecht des Patienten auf der anderen Seite. Aber wir haben natürlich auch medizinische Standards, die wir einhalten müssen. Und das Thema Wirtschaftlichkeitsgebot, bei dem wir dann schon ganz eng an dem Thema Abrechnungsprüfung der juristische Ernstfall dran sind. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kriege ich denn das eigentlich alles in den Einklang? Ist denn das eigentlich ein Widerspruch? Bremst mir nicht der eine Bereich den anderen aus? Oder ist es am Ende des Tages vielleicht doch alles gar nicht so schlimm? Und dann kann man eigentlich schon vielleicht vorwegnehmen, die medizinische Begründung ist ausschlaggebend. Die medizinische Begründung ist ausschlaggebend, wenn es darum geht, ob etwas wirtschaftlich ist, ob Sie den Stand der medizinischen Wissenschaft eingehalten haben, ob vielleicht, das wird ja auch immer gerne gefragt, Thema Antikorruption, vielleicht eine Zusammenarbeit mit einem anderen Leistungserbringer gerechtfertigt oder notwendig zutreffend ist, ein bestimmtes Verordnungsverhalten etc. Also die medizinische Begründung ist immer maßgeblich. Und diese medizinische Begründung bzw. die Notwendigkeit der Abrechnung, die ist natürlich dann wiederum Inhalt und Gegenstand der Abrechnungsprüfung, wenn wir über die Frage der Wirtschaftlichkeit reden. Und jetzt wird natürlich immer gesagt, naja, die Abrechnungsprüfung hat eigentlich nur ein Ziel, eine korrekte Krankenhausabrechnung. So steht es zumindest im Argumentationspapier des GKV-Spitzenverbandes drin. Ja, ist natürlich richtig. Juristisch sieht man es immer noch ein bisschen anders und ich glaube, wir sind uns alle einig.
Die Abrechnungsprüfung ist immer notwendig. Ist ja auch in unserem System immer das Problem, dass es ein ganz anderer bezahlt, nämlich die Kostenträger, als derjenige, der es erhält, nämlich der Patient. Und dann ist natürlich der Dritte, der Arzt, der die Leistung veranlasst. Und deswegen werden wir natürlich auch immer entsprechende Abrechnungsprüfungen in Zukunft haben. Aber es geht natürlich nicht nur darum, korrekte Krankenhausabrechnungen zu haben. Es ist auch klar, das hat einen gewissen Polizeieffekt auch, die Sanktionierung einer falschen Abrechnung beziehungsweise überhaupt die Gefahr einer Prüfung. Und deshalb ist natürlich hier die Druckkulisse immer relativ hoch und man muss das immer ein bisschen hier differenziert sehen, was jetzt nun eigentlich bezweckt ist damit. Aber was man sehr gut sagen kann, und das erwähnte ich ja schon eingangs, über allem schwebt als übergreifendes Leitprinzip, das im kompletten SGB V verankert ist und egal in welchem Bereich Sie sich da bewegen, über allem schwebt das Leitprinzip Wirtschaftlichkeitsgebot. Und ich will Sie jetzt auch gar nicht so sehr mit irgendwelchen rechtlichen Texten langweilen, aber wenn Sie auch da heute Nacht vielleicht nicht ruhig schlafen können, Sie haben also drei wesentliche Normen, das sind die Paragraphen 2, 12 und 70 SGB V. Leistungen müssen ausreichend sein, sie müssen zweckmäßig und wirtschaftlich sein und sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Und entscheidend ist natürlich, dass Leistungen, die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, darf der Versicherte, und Sie erinnern sich an diese Dreiteilung, an diese drei Zitate am Anfang, darf der Versicherte nicht beanspruchen, darf der Leistungserbringer nicht bewirken und darf die Krankenkasse auch nicht bewilligen. Also das ist eine ganz klare Vorgabe. Und dabei gibt es aber noch etwas weiteres, nämlich den Paragraphen 2, im 70 steht es auch nochmal ungefähr mit drin. Qualität und Wirksamkeit der Leistungen haben dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen. Auch da haben Sie schon zwei wesentliche Komponenten, die eine Antwort auf diese drei Zitate am Anfang geben. Nein, der Patient hat grundsätzlich erstmal nicht Anspruch auf jede noch so kleine, jede noch so neue, jede noch so unerkannte Innovation. Denn Qualität und Wirksamkeit der Leistungen haben dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen. Gleichzeitig aber muss trotzdem der medizinische Fortschritt berücksichtigt werden. Und genau diese vermeintliche Diskrepanz versucht der Paragraph 137c, wenn wir über die Krankenhausleistungen reden, aufzulösen, wenn es nämlich darum geht, wann oder unter welchen Bedingungen neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbringbar sind, nämlich dann, wenn sie das Potenzial einer erforderlichen Untersuchungs- oder Behandlungsalternative bieten. Und was beim Wirtschaftlichkeitsgebot immer wieder vergessen wird, und es ist natürlich, auch wir führen relativ viel Verfahren, auch Thema Abrechnungsprüfungen, auch wir beraten viele Unternehmen und Krankenhäuser in dem Zusammenhang und wir sehen natürlich auch, wie dann argumentiert wird, auch in solchen Prüfverfahren. Beim Wirtschaftlichkeitsgebot darf man eins nicht vergessen. Es geht nicht darum, dass es die billigste Leistung, die wirtschaftlichste Leistung ist. Entscheidend ist, dass Sie Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht Äpfel mit Birnen. Das heißt, wenn Sie eine gleiche Leistung haben, zwei gleiche Produkte, zwei gleiche Methoden, zwei gleiche Arzneimittel, was auch immer, gleiche Leistungen bei unterschiedlichem Preis, dann ist wirtschaftlich grundsätzlich das billigere Produkt, die billigere Methode, was auch immer. Im Arzneimittelbereich würden Sie jetzt Generikum versus Originalpräparat annehmen, gibt aber auch andere Beispiele, gerade im MedTech-Bereich. Etwas anderes ist es natürlich, wenn Sie unterschiedliche Leistungen bei gleichem Preis haben. Da ist dann eben wirtschaftlich nicht das billigere Produkt, denn Sie können gar nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wirtschaftlich ist das bessere Produkt. Das haben Sie relativ einfach, wenn Sie eine Arzneimittel-Nutzenbewertung haben, dann ist besser eben immer das Produkt mit dem Zusatznutzen. Aber in anderen Bereichen, wo Sie keine Zusatznutzenbewertung, nämlich keinen Vergleich haben, ist es relativ schwierig. Aber was heißt denn besser? Und hier zählt natürlich das, was ich eingangs sagte, die medizinische Begründung. Die sorgt dafür, und das müssen Sie eben auch entsprechend begründen, warum ein Produkt besser und damit eben auch wirtschaftlich im Sinne der Definition ist. Und diese Begründung, die muss entsprechend dokumentiert werden. Also Spruch bei der Dokumentation, wer schreibt, der bleibt. Die Dokumentation ist natürlich auch immer wieder eine lästige Pflicht im Alltag. Aber was man dabei nicht vergessen darf, ist eben auch eine wesentliche berufsrechtliche Pflicht und eine Pflicht aus dem Behandlungsvertrag. Und wenn Sie eine Dokumentation unterlassen oder sie ist fehlerhaft, dann kann das natürlich gravierende Auswirkungen haben. Denken Sie ans Haftungsrecht. Es ist Ihr Entlastungsnachweis, dass Sie etwas ordentlich gemacht haben. Es ist, führt zu, im Zweifel zu einer Beweislastumkehr, wenn Sie nicht richtig dokumentiert haben in haftungsrechtlicher Hinsicht, aber eben auch im Hinblick auf Plausibilität oder wirtschaftlich. Es wird eben unterstellt, dass alles das, was Sie dokumentiert haben, auch tatsächlich durchgeführt haben in einer bestimmten Weise. Und umgekehrt hat natürlich immer, also diese Richtigkeitsgewähr der Dokumentation hat natürlich auch immer eine Kehrseite. Denn alles, was nicht dokumentiert ist, das haben Sie eben auch nicht gemacht. Und im Zweifel fällt es Ihnen sehr schwer,
Wenn es dann im Rahmen eines Prüfverfahrens zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, dann ihren Standpunkt entsprechend adäquat zu belegen. Und es gibt natürlich auch so ein paar Randnotizen oder ein paar Randprobleme, die damit zusammenhängen. Zum Beispiel, wie sieht es denn aus? Anspruch auf Zahlung einer Aufwandspauschale. Ja, Sie haben zum Beispiel, ist im Fall vom relativ aktueller Fall, vom BSG aus dem Jahre 2023 und dort ist im Rahmen des Prüfverfahrens im Krankenhaus Recht gegeben worden und gesagt, ja, es ist also die Beanstandung war falsch seitens der Krankenkasse, aber es gibt keine Zahlung einer irgendwie gearteten Aufwandspauschale, denn in dem Fall hatte das Krankenhaus seine Pflicht verletzt, nachdem die Kranken auf Verlangen der Krankenkasse eine medizinische Begründung zu geben. Warum denn jetzt nun eine entsprechende Krankenhausbehandlung in dem Umfang durchgeführt worden ist? Sie sehen also, das Thema Begründung, Dokumentation hat weitreichende Auswirkungen, kann eben bis hin zur Frage gehen, ob denn nun eine Aufwandspauschale im Einzelfall zu zahlen ist oder nicht. So, und wenn wir natürlich im Prüfverfahren drin sind, dann darf man auch nicht vergessen, Krankenkassen sind verpflichtet, bei der Erbringung von Leistungen, insbesondere zur Prüfung von Voraussetzungen, Art und Umfang der Leistungen sowie bei Auffälligkeiten zur Prüfung, eine gutachterliche Stellungnahme des medizinischen Dienstes einzuholen. Und da sind wir genau in der Frage der Notwendigkeit der Beurteilung der medizinischen Leistung drin, die wir ja vorher auch im Wirtschaftlichkeitsgebot gesehen haben. Bei der Krankenhausbehandlung sagt man allgemein, ist die Prüfung zeitnah durchzuführen, die Prüfung spätestens 4 Monate nach Eingang der Abrechnung bei der Krankenkasse einzuleiten und durch den medizinischen Dienst im Krankenhaus anzuzeigen. Daneben natürlich immer Prüfung, Einhaltung der Qualitäts- und Strukturvoraussetzungen. Das ist das Neue, oder ist ja eigentlich nicht mehr ganz neu, der Ablauf des Prüfverfahrens infolge des MDK-Reformgesetzes. Seinerzeit hieß er ja noch MDK. Ich denke, die Fristen sind Ihnen bekannt. Wenn Sie da im Nachgang noch Fragen haben, dann bitte schreiben Sie mich gerne an, gebe ich Ihnen gerne Auskunft. Ich möchte aber auf ein paar wesentliche Punkte eingehen, die gerne auch mal falsch verstanden werden. Immer die Frage auch, welche Bedeutung hat denn nun eigentlich die Begutachtung im Rahmen der Prüfung der Krankenhausbehandlung, die Begutachtung durch den MD. Grundsätzlich reden wir ja erstmal von einer Entscheidungshilfe für die leistungsrechtliche Beurteilung des Einzelfalls. Und die Betonung liegt dabei auf Einzelfall. Das kann ich gleich an der Stelle vorwegnehmen. Es ist nicht Gegenstand einer solchen Beurteilung, ob eine Methode generell erstattungsfähig oder generell nicht erstattungsfähig ist. Das obliegt allein dem gemeinsamen Bundesausschuss, der natürlich in entsprechenden Nutzenbewertungsverfahren die Erstattungsfähigkeit ausschließen kann oder im ambulanten Bereich, da haben Sie ja genau andersrum, herstellen kann. Insofern ergeben sich aus der Begutachtung auch Hinweise zur medizinischen Versorgung, soweit sie eben aus diesem konkreten Einzelfall abzuleiten sind. Aber Leistungsentscheidungen, Ablehnungen, rechtliche Bewertungen im engeren Sinne oder eben auch Grundsatzfragen sind nicht Gegenstand dieser Beurteilung. Und was auch immer gerne gefragt wird, ja, wie ist es denn jetzt, ist ja was ganz anderes geprüft worden, als angefragt worden ist. Also grundsätzlich natürlich wird durch die Krankenkasse der Prüfgegenstand angezeigt und angefragt, aber das ergibt sich aus der aktuellen Prüf-VV, der Prüfverfahrensvereinbarung, dass eine Beschränkung der MD-Prüfung auf den Prüfgegenstand grundsätzlich nicht besteht. Das heißt allerdings nicht, dass der MD sich über das, was ich Ihnen davor gezeigt habe, über seinen Kompetenzbereich hinaus lehnen darf und dann plötzlich alles prüft, was eigentlich gar nicht im Rahmen der Prüfkompetenz liegt. Das ist also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn allerdings eine Erweiterung des Prüfgegenstandes erfolgt, dann ist das bei einer Prüfung im schriftlichen Verfahren natürlich anzuzeigen. Dann ist aber immer die Frage, was ergibt sich denn jetzt eigentlich aus der Prüfung? Und auch da aktuelles Urteil vom SG Rostock aus dem Jahre 2023, die gesagt hat, also bei einer leistungsrechtlichen Entscheidung ist allein der bloße Verweis auf ein MD-Gutachten nicht ausreichend. Die entsprechende Krankenkasse, der Kostenträger, hat sich schon damit inhaltlich auseinanderzusetzen und die eigene Leistungsentscheidung entsprechend zu begründen. Hier in dem Fall ging es insbesondere um die Höhe des Erstattungs-, des Rückerstattungsanspruches. Aber auch im Übrigen wird man natürlich dieses Urteil übertragen können. Und es muss eine inhaltliche Befassung mit dem konkreten Einzelfall vorliegen. Ansonsten ist die Entscheidung als solche bereits fragwürdig und letztendlich auch angreifbar. Das gilt in gleicher Weise, wo man auch ein bisschen aufpassen muss zum Thema Erörterungsverfahren, wo ja auch immer viel berichtet wird, auch in, ich hätte beinahe gesagt, in Funk und Fernsehen, aber in der Literatur, die man so sieht. Grundsätzlich ist das Erörterungsverfahren gemäß § 17c
KHG Voraussetzung für die Klageerhebung in Abrechnungsstreitigkeiten. Und wir haben eben, und das ist immer das ganz Wichtige im Rahmen des Erörterungsverfahrens, eine sogenannte Präklusionswirkung. Die Folien bekommen Sie alle, die sehen Sie dann nochmal. Insofern kann man das an der Stelle etwas überspringen. Was heißt das? Sie müssen im Rahmen des Erörterungsverfahrens sämtliche erforderlichen Daten des streitbefangenen Falles, einschließlich aller der vom MdB im Krankenhaus erhobenen Daten, vorliegen und alle Argumentationen vollständig vorbringen, alle Einwendungen vorbringen. Wenn Sie das nicht machen, dann können Sie sich auch im gerichtlichen Verfahren nicht mehr darauf berufen. Einwendungen und Tatsachenvortrag in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Krankenhausabrechnung können im gerichtlichen Verfahren dann nicht mehr geltend gemacht werden. Das gilt für beide Seiten. Das gilt sowohl für das Krankenhaus als auch für den Kostenträger, für die Krankenkasse. Jetzt ist ein bisschen eine kleine Diskrepanz. Wenn man in die Prüf-VV reinschaut, dann steht dort, dass das Erörterungsverfahren grundsätzlich mündlich, schriftlich oder elektronisch zu erfolgen hat, also auch mündlich. Im KHG steht allerdings die Präklusionsregel dergestalt drin, dass nur ein schriftlicher oder elektronischer Vortrag berücksichtigt wird. Ich meine, es hat natürlich schon beweisrechtliche Gründe, dass Sie im Zweifel natürlich auch die Schriftlichkeit ausweichen. Aber hier in dem Fall wollte ich nur mal auf die Diskrepanz hinweisen, mit denen man, der man das manchmal so täglich zu tun hat. Also ganz wichtig, alle Einwendungen den kompletten Argumentationsstrang entsprechend vortragen. Und wenn ich von Argumentationsstrang rede, dann geht es natürlich darum, warum war denn eine Leistung notwendig? Warum wurde sie eingesetzt? Warum wurde vielleicht nichts anderes genommen? Und im Krankenhausbereich haben wir natürlich immer die Besonderheit, Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt, Paragraf 137c, was ja bedeutet, dass alle Leistungen grundsätzlich, also neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, grundsätzlich erstattungsfähig sind, solange zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erstattungsfähig sind, solange nicht der gemeinsame Bundesausschuss seinen Daumen gesenkt hat und hat gesagt, ist hier in dem Fall nicht erstattungsfähig. Das setzt allerdings voraus, dass diese entsprechende Methode das Potenzial einer erforderlichen Untersuchungs- und Behandlungsalternative hat, gemäß § 137c. Wenn das der Fall ist, hat der Patient auch einen individuellen Rechtsanspruch auf Durchführung dieser Methode. Das heißt, wir haben natürlich, und da Sie erinnern sich, ganz am Anfang hatten wir dieses Schema, in welchem Konfliktumfeld sich gegebenenfalls der Arzt befindet. Und da haben wir natürlich einen Konflikt dergestalt. Sie haben natürlich einen individuellen Anspruch auf notwendige, ganz wichtig, notwendige medizinische Leistungen. Und das wird nach oben und nach unten begrenzt. Das heißt, bleiben Sie dahinter zurück, das ist dann der Fall nach unten, dann haben Sie in erster Linie ein haftungsrechtliches Problem, weil Sie dann eine medizinisch notwendige Behandlung, eine medizinisch notwendige Therapieoption verweigert haben, dem Patienten nicht zur Verfügung gestellt haben, da haben Sie immer ein haftungsrechtliches Problem. Auch da haben Sie aber theoretisch ein Wirtschaftlichkeitsproblem, denn genau diese Leistung war in der Form auch nicht wirtschaftlich, auch wenn sie vielleicht billiger war als eine Therapiealternative, als eine andere Behandlung. Machen Sie es nach oben, überschreiten Sie die Notwendigkeit, dann haben Sie in jedem Fall ein Wirtschaftlichkeitsproblem, denn dann war genau diese Behandlung nicht notwendig, diese Therapieoption. Aber dann haben Sie auch gleichzeitig ein haftungsrechtliches Problem, denn dann haben Sie nämlich eine notwendige Leistung überschritten und haben dem Patienten eigentlich mehr zugemutet, war vielleicht invasiver, eingreifender, gravierender, als es notwendig gewesen wäre. Also hat es auch eine haftungsrechtliche Auswirkung. Was ich damit sagen will, ich sagte ja eingangs, die medizinische Begründung ist maßgeblich. Und deswegen haben Sie eigentlich regelmäßig gar nicht diesen Konflikt, wie Sie ihn am Anfang gesehen haben. Denn wenn etwas medizinisch notwendig ist, dann sind Sie genau, haben Sie die richtige Begründung für die Frage der Haftung, wie auch für die Frage der Wirtschaftlichkeit. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und was folgt noch aus dieser Problematik, Paragraf 137c und insbesondere der neuen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, die ja vor 2 Jahren explizit ihre Rechtsprechung zum Paragrafen 137c aufgegeben haben, als ja ursprünglich gefordert war, es muss allgemein anerkannt sein, die Mehrheit der einschlägigen Fachleute muss eine bestimmte Methode befürworten. Das hat das BSG aufgegeben, nachdem ja nun der Gesetzgeber auch mehrfach beim 137c tätig geworden ist. Was können wir daraus folgen? Also nur der GBA darf natürlich entscheiden, ob eine Methode generell zulasten der gesetzlichen Kranken oder von der Erstattungsfähigkeit zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen ist. Das haben wir vorhin bereits gesehen. Es handelt sich bei dem Nachweis des Potenzials in § 137c gerade nicht um eine vollständige Nutzenbewertung, denn das wäre ein gesondertes Verfahren. Insofern ist für die Erbringung der Leistung das Potenzial ausreichend. Und wie weise ich das nach? Es ist eben gerade keine RCT zwingend erforderlich ist. Wir haben eine sogenannte Evidenztreppe, fängt an bei Einzelmeinungen, wobei man sagen muss, Eminenz ist nicht Evidenz.
Also es geht um die bestverfügbare Evidenz, die sie vorlegen müssen oder die man braucht. Da sollte man natürlich schon darauf achten. Und am Ende des Tages dürfen diese Vorgaben natürlich nicht zu einer Aushöhlung des 137 Paragraphen 137c führen. Denn nochmals, der Grundsatz, Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt, gilt nach wie vor. Und es gilt eben auch ein eingeschränktes Qualitätsgebot im Rahmen des Paragraphen 137c. Selbst wenn Sie diese ganzen Voraussetzungen nicht haben, es wird ja immer wieder gemunkelt oder spekuliert, das BSG könnte da vielleicht weitere Einschränkungen vornehmen. Ja, das BSG bleibt manchmal etwas unklar und undeutlich in der Formulierung, was man aber sich auf alle Fälle merken kann, selbst wenn die Voraussetzungen im Einzelfall nicht gegeben sind, an welcher Stelle auch immer des Leistungsanspruchs das so ist, man kann in bestimmten Situationen, gerade wenn Sie vielleicht Last-Line-Therapieoptionen haben oder wenn Sie lebensbedrohliche Situationen haben, in denen keine andere Therapieoption mehr zur Verfügung steht, immer noch vormalig die Nikolaus-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts helfen, beziehungsweise in Umsetzung dieser Rechtsprechung § 2 Absatz 1a SGB V, der nämlich sagt, Versicherte mit einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung oder zumindest also gleichmäßig, dass er auf einer Stufe steht, können auch dann eine medizinische Leistung beanspruchen, wenn diese nicht entsprechend diesen Standards verfügt. Aber es muss genügt, aber es muss ihm eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf bestehen. Also, das sind die Grundsätze: lebensbedrohliche oder regelmäßig tödlich verlaufende oder wertungsmäßig auf gleicher Stufe liegende Erkrankung. Und es darf eine allgemeinem anerkannten medizinischen Standard entsprechende Behandlung nicht zur Verfügung stehen. Wobei man da sagt, naja, also die Anforderungen an diese Voraussetzungen sind natürlich umso niedriger zu setzen, je schwerwiegender die Erkrankung ist, je hoffnungsloser die Situation für den Betroffenen ist. Also wenn ich schon in einer sehr engen therapeutischen Situation bin, dann wird man diese Anforderungen auch nicht überspitzen können. Und es muss eben eine Ausschöpfung sämtlicher anderer Behandlungsmaßnahmen erfolgt sein, sodass die Methode als Ultima Ratio eingesetzt wird. Und es muss eben eine auf Indizien gestützte, nicht ganz fernliegende Aussicht auf Heilung oder spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf bestehen. Also ganz ohne Evidenz kommt man natürlich auch da nicht aus. Aber die Anforderungen sind natürlich an die Nachweisführung hier in diesem Zusammenhang deutlich geringer. So, und jetzt sind wir bereits beim Fazit. Im Grunde habe ich das Fazit ja schon vorweggenommen. Insofern hätte ich mir den Vortrag fast sparen können. Punkt 1. Die medizinische Begründung ist maßgeblich. Das ist ganz, ganz wesentlich, auch bei jeder therapeutischen, bei jeder Verordnungsentscheidung, medizinische Begründung, die zählt. Und die muss aber auch entsprechend dokumentiert werden, denn der alte Spruch, wer schreibt, der bleibt, gilt auch in diesem Bereich ganz besonders. Und auch das haben wir bereits vorhin erwähnt, das Thema Prüfverfahren wird sich auch in Zukunft nicht erledigen, solange wir die grundsätzliche Systematik der Abrechnung im Gesundheitswesen haben. Und da wird es natürlich auch auf absehbare Zeit keine Änderungen geben. Also insofern, diese Grundsätze werden Sie auch in Zukunft noch verfolgen. Und insofern darf ich mich an dieser Stelle, zumindest für den Teil, erstmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und es ist natürlich immer die Frage, grau ist alle Theorie, jetzt haben wir den rechtlichen Rahmen, was heißt das Wirtschaftlichkeitsgebot, was muss ich dokumentieren, was ist maßgeblich eigentlich für meine Entscheidungsfindung? Und da können wir ganz wunderbar auf den zweiten Teil überleiten, denn Frau Preissing hat uns ja, das kennen wir schon aus den vergangenen Veranstaltungen, natürlich auch die gesundheitsökonomischen Implikationen dieser Grundsätze näher gebracht. Und so wird sie das auch heute tun. Und heute macht sie das gemeinsam im Duett mit Herrn Humbert, der uns die medizinischen Aspekte dieser Thematik näher bringt. Insofern würde ich erstmal sagen, Bühne frei für Frau Preissing und Herrn Humbert. Und ich freue mich auf, ja, sonst sage ich immer, ich freue mich auf einen spannenden Vortrag, also heute auf eine Komposition. Bis dann. Ja, ganz vielen Dank, Christian, auch für deinen schönen einführenden Vortrag. Ist noch immer wieder spannend und man lernt jedes Mal was Neues dazu. Genau, nach der Theorie, die ja nicht nur Theorie ist, aber nach den juristischen Grundlagen, wollen wir beide nun Ihnen also einige, das mehr in die Praxis führen und auch konkrete Beispiele zeigen, die wir von aus unserem täglichen Gesprächen mit Ihnen, mit den Kliniken, aber auch von den Gesprächen mit den Krankenkassen kennen und Ihnen ein paar typische Praxistipps an die Hand geben. Und wie schon vorher erwähnt, wenn Sie Fragen haben,
dann bitte schreiben Sie es einfach in den Chat und wir versuchen alles zu beantworten. Nochmal ganz kurz, um alle auch wieder abzuholen, was ist denn die Grundlage für diese ganze Thematik? Das ist also die aktuelle Prüfverfahrensvereinbarung, die seit Anfang 2022 gilt. Und hier ist geregelt, dass also Auffälligkeiten im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit einer Krankenhausleistung oder in Bezug auf die Korrektheit der Abrechnung erlaubt sind. Und insbesondere geht es eben auch um die Kodierprüfung der Prozeduren. Das ist ja das Beispiel, mit dem wir uns dann gleich befassen wollen. Das ist natürlich alles relativ weit gefasst. Und wenn man in den Begutachtungsleitfaden vom Medizinischen Dienst, vom MD-Bund schaut und sich diese beiden Aspekte mal rausgreift, nämlich die OPS-Überprüfung und auch der Prüfalgorithmus für die Krankenhausindividuellen Zusatzentgelte, was ja bei dem Verfahren der Hemoadsorption zutrifft. Dann sehen also die Prüfalgorithmen so aus. Ich habe sie mal Ihnen mitgebracht. Im Prinzip sieht das sehr einfach aus. Man prüft im Wesentlichen, ob denn diese Leistung auch wirklich erbracht wurde und korrekt dokumentiert kodiert wurde. Könnte man ja meinen, da gibt es ja dann eigentlich gar nicht so viel zu tun. Das sieht für mich jetzt relativ einfach und nachvollziehbar aus. Aber wenn wir mal kurz in die Zahlen gucken, was das konkret natürlich für Sie alle bedeutet, egal wo auch immer Sie jetzt arbeiten, ob in der Klinik oder bei der Kasse oder natürlich auch bei den medizinischen Diensten. Das ist die Jahresstatistik aus 22, die aus 23 liegt ja noch nicht vollumfassend vor. Und nur um ganz grob nochmal eine Idee zu bekommen, die wesentlichen Prüfanlässe sind also die Fehlbelegung, die primäre und sekundäre Fehlbelegung. Es macht fast 2/3 aus von allen Prüfungen. Dann haben wir mit etwa 1/3 die Kodierprüfungen und ein ganz kleiner Teil mit 4% bundesweit gesehen geht es um die Voraussetzungen für bestimmte Maßnahmen, Indikationen, neue Untersuchungsbehandlungsmethoden. Und wenn wir uns die allerneuesten Statistiken noch angucken, nämlich die aus dem dritten Quartal letzten Jahres, dann gab es also knapp 3,7 Millionen Schlussrechnungen stationär und davon wurden ungefähr 16%, 600.000 Rechnungen geprüft. Und das Ergebnis dieser Prüfungen, Sie sehen es hier nochmal kurz aufgeführt, ist, dass grob die Hälfte aller Kliniken in dem dritten Quartal zwischen 40% und 60% nach MD-Maßstäben korrekte Rechnungen hatte, sodass in dem aktuellen Quartal die Prüfquote bei diesen Kliniken bei 10% liegt. Wie gesagt, grob die Hälfte aller Kliniken. Ja, jetzt steigen wir aber in das ganz konkrete Beispiel ein, nämlich das Verfahren der Hemoadsorption. Hier geht es natürlich gerade noch nicht nur ausschließlich um das Thema Cytosorb. Ich habe Ihnen die Kodierzahlen mitgebracht ab dem Jahr 2017. Seitdem kann das Verfahren ja spezifisch kodiert werden. Bis einschließlich 2021 sehen eine Steigerung bis knapp 17.000 Prozeduren, die im Jahr 2021 kodiert wurden. Und zwar in über 800 Fachabteilungen, was über 400 Kliniken sind. Und ich denke, viele haben es mitbekommen, es gab relativ kurzfristig mit Veröffentlichung des neuen OPS-Katalogs eine große Umstrukturierung in diesem Bereich der Kodierung dieser extrakorporalen Verfahren im Bereich der Hemoperfusion und Adsorption, sodass dieses Verfahren der Hemoadsorption seit diesem Jahr mit diesem ganz neu geschaffenen Code 8821.30 kodiert wird. Das sei nochmal erwähnt, damit das auch alles richtig klappt mit der Dokumentation in der Kodierung. Ja, jetzt nochmal ein paar Fakten vorneweg, bevor wir Ihnen, ich glaube, 9 konkrete Beispiele mitgebracht haben aus dem Alltag. Und zwar, wenn wir über Hemoadsorptionsverfahren sprechen, dann gibt es also nicht das eine Verfahren, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche. Sie sehen ja ganz grob aufgeführt, also auch nur ein Auszug der Verfahren und auch Produkte, die es gibt. Und Sie sehen das gemäß der Gebrauchsanweisung, da schon aus technischer Sichtweise große Unterschiede bestehen in dem, wie diese Verfahren, diese Adsorber funktionieren und welche Substanzen sie rausholen, welche Effektivität. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne verweisen auf den Standard der therapeutischen Apherese, der Ende letzten Jahres neu aufgelegt wurde. Darin enthalten sind wirklich sehr viele Definitionen für diese ganzen vielen unterschiedlichen Verfahren. Nur in diesem Bereich der extrakorporalen Verfahren finde ich persönlich sehr hilfreich, sei ans Herz gelegt. Dann übergebe ich mal noch an meinen Kollegen. Genau, denn diese Unterschiede, die sind sehr wichtig als sehr
wichtiger grundsätzlicher Aspekt, sich bewusst zu machen. Auch aus medizinischer Sicht sprechen wir eben hier über verschiedene Technologien. Es gibt auch Filter. Der Zytosorb ist ja ein Adsorber, auch wenn er auch Filter genannt wird. Und aufgrund dieser Unterschiede kann man eben auch klinische Ergebnisse immer nur für das jeweilige untersuchte Produkt hernehmen. Also wenn Sie auch teilweise, wenn das sehr ähnlich klingt, dass die ähnlichen Patienten untersucht wurden und der Ansatz mit der jeweiligen Therapie auch sehr ähnlich klingt, aber man kann die Erkenntnisse aus solchen Untersuchungen, sei es in Bezug auf die Sicherheit, sei es aber auch in Bezug auf die klinische Wirksamkeit, immer nur für das spezifisch untersuchte Produkt anwenden. Es gibt hier also keine Übertragbarkeit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Übertragbarkeit gibt es natürlich in keine Richtung, aber das ist immer auch sich wichtig klar zu machen. Und in diesem Aspekt liegt auch, oder in diesem Zusammenhang stellt die Zytosorbtherapie zumindest auf den akuten Bereich bezogen oder auf den intensivmedizinischen Bereich bezogen, die aktuell am besten untersuchte Technologie dar. Das heißt nicht, dass hier keine Fragen mehr offen sind, dass nicht auch noch die ein oder andere klinische Fragestellung untersucht werden sollte, aber im Vergleich eben zu anderen Verfahren ist hier schon eine sehr gute Basis gegeben. Und das macht auch die nächste Tabelle. Die zeige ich Ihnen, übernächste Tabelle, kommt gleich noch eine Folie noch vorher mittendrin. Wenn man versucht, allgemein die Technologie hier einzuordnen, dann kann man das auch als eine ergänzende Technologie zur Dialyse sehen. Also nicht in dem Zusammenhang, dass es sich auch um eine Art Dialyse handelt. Nein, also Zytosorb hat damit nichts zu tun in diesem Sinne. Es ist keine Filtration. Es ist eine Adsorption, die hier die Grundlage bietet für die Entfernung der Substanzen. Wenn man sich aber anschaut, was wird denn entfernt, dann entfernt Zytosorb nämlich vorrangig diese Substanzen, die eben nicht gut mit der konventionellen Dialyse entfernt werden können. Wir wissen ja generell, es ist wichtig, manchmal den Körper zu unterstützen, Substanzen zu entfernen. Wenn ein Ungleichgewicht im Körper aufgetreten ist, dann versucht man ihn dann, wenn das der Körper selber nicht mehr schafft, von extern zu helfen. Mit der Dialyse unterstützt man die Nierenfiltration, also man entfernt Wasser, man entfernt kleine Moleküle, man entfernt wasserlösliche Substanzen. Der Zytosorbadsorber, der unterstützt die aktive Ausscheidung von Leber und Niere und konzentriert sich hier auf größere Moleküle, die zu groß sind, zumindest für die klassischen Hemofilter, und auch auf die eiweißgebundenen Substanzen, hydrophobe Substanzen, die auch wiederum sehr schlecht mit der klassischen Dialyse entfernt werden können. Also das ist so eine grundsätzliche Einigung, dass es auch darum geht, den Körper bei der Rebalancierung, bei der Entfernung von überschießend hohen Spiegeln an Substanzen zu unterstützen, aber genau in dem Bereich, wo eben, sagen wir mal, klassische Systeme wie die Dialyse eigentlich nicht sehr effektiv sind. Und jetzt kommt in der nächsten Folie die Tabelle, die ich schon ein bisschen vorgezogen habe, verbal. Hier sieht man eben eine sehr schöne Wissensentwicklung. Also wenn man die letzten 5 Jahre anschaut, dann haben sich die Behandlungen mehr als vervierfacht, mehr als verfünffacht, haben sich die dokumentierten Behandlungen und auch die Publikationen haben sich stark erhöht. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass hier jetzt alles geklärt ist, aber das ist schon eine sehr schöne Basis, an klinischen Daten, eine sehr schöne Evidenzlage, die sich aktuell da entwickelt. Und weil eben die ein oder andere Fragestellung natürlich noch offen ist, ist es auch wichtig, dass Studien laufen. Und auch hier gibt es sehr viele laufende Studien. Was aber immer entscheidend ist, und da komme ich an der ein oder anderen Stelle des heutigen Vortrags nochmal drauf zurück, ist auch, wie der Adsorber eingesetzt wird. Es gibt eben aktuell zumindest noch keine Wunderwaffe in der Medizin, die immer und jederzeit und jedem Patienten hilft, egal wie sie angewendet wird, sondern wie bei jeder anderen Therapie auch, ist es ganz entscheidend, dass die Patienten gezielt ausgewertet werden, dass der Zeitpunkt sinnvoll, in der Regel Zytosorb heißt es, frühzeitig gewählt wird mit dem Therapiebeginn und dass die Dosierung auch adäquat ist. Und das ist immer auch zu berücksichtigen, wenn man Studien beurteilt, die vermeintlich die Ineffektivität des Adsorbers belegen sollen, ob hier wirklich auch das richtige Therapiemanagement angewendet wurde. Das ist bei älteren Studien keine Kritik an der Studie, weil da lag diese Erkenntnis zum Therapiemanagement zum Teil einfach noch gar nicht vor. Gut. Genau. Dann geh weiter, Franziska. Ja, danke, Volker. Ich denke, jetzt genug der Vorrede. Haben wir, denke ich, alle eine Idee, wovon wir sprechen. Und wir haben nun einige Beispiele ausgesucht, die doch immer wieder in den Gesprächen mit den Kliniken, aber auch mit den Krankenkassen aufkommen. Und wir haben da typische
ja, Argumente rausgesucht und möchten die Ihnen zeigen und entsprechend unsere Sichtweise darlegen, in der Hoffnung, dass wir Ihnen damit auch gute Argumente an die Hand geben können. Das erste Thema ist das Thema Dokumentation. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Hier ein paar Beispiele aus Gutachten. Und zwar steht immer grün markiert, also offensichtlich fehlt in diesen jetzt drei Beispielen oder zwei Beispielen sind es, also die wurde das Verfahren nicht dokumentiert. Im oberen Fall war es im Rahmen eines intraoperativen Eingriffes an der Herz-Lungen-Maschine, findet sich in den Unterlagen keinerlei Dokumentation dazu. Und auch in dem unteren Fall hat man das noch nachgefordert und die Klinik hat es aber zumindest nicht fristgerecht geliefert. Da muss man natürlich sagen, ich denke, das versteht sich von selber, was nicht dokumentiert wurde, ist natürlich nachvollziehbarerweise auch nicht abrechenbar. Da gibt es also nichts zu diskutieren und man kann auf dieses Thema der Dokumentation nicht häufig genug hinweisen. Wir haben dazu ja auch schon eigene Webinare durchgeführt, weil es ein sehr großes und wirklich relevantes Thema ist. Hier in Kürze nochmal ein paar Hinweise dazu, dass wirklich jeder Adsorber zu dokumentieren und zu kodieren ist. Nicht wie bei der Dialyse, wo man wirklich die Behandlungsdauer nur erfasst, sondern jeder Adsorber, jeder Wechsel auf den neuen OPS-Code habe ich hingewiesen. Und es gibt, denke ich, eine Vielzahl an Unterlagen, die Ihnen helfen sollen, sowohl in den Kliniken als auch bei den Kassen nachzuvollziehen, für welche Indikation denn das Verfahren eingesetzt wurde. Dann kommen wir schon zu dem zweiten Thema, das sich da nennt monokausale Kodierung. Das ist ja so ein schöner Begriff in den deutschen Kodierrichtlinien. Und ich habe Ihnen ein Beispiel hier mitgebracht. Da wurde das Verfahren parallel zu einem Nierenersatzverfahren eingesetzt und man argumentiert, dass aufgrund dieser beiden parallelen extrakorporalen Verfahren nur eines abbrechenbar wäre, nämlich das Nierenersatzverfahren. Und man begründet das mit dem Grundsatz der monokausalen Kodierung. Auch hier haben wir Ihnen einige Argumente mitgebracht, denn ich denke, die meisten wissen das, dass das Hämoadsorptionsverfahren mit Cytosorb ganz alleine eingesetzt werden kann, aber auch in den unterschiedlichsten technischen Settings, parallel zur Herz-Lungen-Maschine, Nierenersatzverfahren, aber auch ECMO. Und wir haben mehrere Statements von Fachgesellschaften dazu, die veröffentlicht wurde, und aber sogar auch ein Urteil des Sozialgerichtes in Chemnitz vor mittlerweile schon 3 Jahren, dass dieser Grundsatz eben nicht zutrifft, und zwar aufgrund dessen, da sich die Behandlungsziele und auch die Materialien unterscheiden und aufgrund dessen jeweils beide Verfahren zu kodieren und abzurechnen sind. Also der Fall ist auch ganz klar und ja, also da kann man sämtliche Bedenken nehmen und ich denke, das macht ja auch total Sinn. Dann kommen wir zu Nummer 3. Wir haben es überschrieben mit keine Indikation. Das liest man also in den unterschiedlichsten Kontexten. Hier oben eine typische Frage, dass das abgerechnete Zusatzentgelt in Bezug auf die zugelassene Indikation nicht nachvollziehbar wäre. Und unten das gleiche auch nochmal, ein anderer Fall, Indikation nicht nachvollziehbar, es hätten auch andere Therapien zur Verfügung gestanden. Hierzu möchten wir Ihnen natürlich auch ein paar Argumente mit an die Hand geben. Und Volker, genau, das kurz dir. Das ist, komme ich wieder rein. Genau, was ist denn jetzt eine Indikation? Wenn man die IFU schaut, dann findet man den Adsorber hier aufgeführt, zugelassen für die Entfernung von erhöhten Spiegeln von Zytokinen, Bilirubin und Myoglobin oder zur Entfernung von Ticagrelor-Rivaroxaban. Das sind zwei Antithrombotika, also salopp gesagt Gerinnungshemmer während des kardiopulmonalen Bypasses. Und damit habe ich so quasi schon verschiedenste Anwendungsbereiche definiert. Je nachdem, welches Problem hier vorliegt, komme ich zu verschiedenen klinischen Settings. Der Klassiker sicher der septische Schock, aber auch eben andere Probleme, wo erhöhte Zytokinspiegel vorhanden sind oder eben das Bilirubin ist bei der Leberdysfunktion gegeben, das Myoglobin bei der Rhabdomyolyse. Das ist der Zerfall der Skelettmuskulatur, zum Beispiel nach schwerem Trauma. Und eben diese Antithrombotika spielen eine Rolle bei der Notfall-Herz-OP, wenn sie dann immer noch präsent sind und man nicht lange genug warten kann, bis die natürlich ausgewaschen werden. Dann habe ich Blutungsrisiken, die kann ich dadurch verhindern. Dieser Ansatz ist mittlerweile sogar in den Leitlinien aufgenommen worden. Zu Leitlinien sagen wir aber später auch nochmal ein, zwei Sätze. Genau, also als viertes Argument haben wir das Thema Off-Label. Auch hier habe ich Ihnen zwei Beispiele mitgebracht, da man das auch immer wieder mal liest.
in dem einen oder anderen Setting, ganz unabhängig von den eben vorgestellten Indikationen, dass Cytosorb im Rahmen eines Off-Label-Uses angewandt worden wäre. Und da haben wir Ihnen eine Folie mitgebracht, denn wir hatten dazu schon auch komplette Webinare nur zu diesem Thema. Denn, und hier möchte ich gerne auch Christian dich mit ins Boot holen, da das doch auch etwas einen juristischen Aspekt hat. Nach meinem Verständnis handelt es sich um ein Medizinprodukt und es hat eine Zulassung seit 12 Jahren. Und ich glaube, die Frage des Off-Label-Einsatzes stellt sich ja gar nicht. Wie siehst du das, Christian? Also die Fragestellung kommt bei uns auch immer wieder vor. Zunächst mal muss man sagen, der Begriff Off-Label-Use ist ja ein Begriff, den wir aus dem Arzneimittelrecht kennen. Dort habe ich eine Zulassung und nur im Rahmen dieser Zulassung bin ich verkehrsfähig als Arzneimittel. Beim Medizinprodukt ist es ein bisschen anders. Es wird häufig gleichlautend gesetzt, aber nennen wir es mal Einsatz außerhalb der Zweckbestimmung an der Stelle. Das wäre, glaube ich, der richtige Begriff. Ändert aber nichts an der grundsätzlichen Verkehrsfähigkeit des Produktes und hat dann gegebenenfalls haftungsrechtliche Implikationen. Aber man kann nicht eins zu eins das, was im Arzneimittelbereich mit dem Off-Label-Use an Rechtsprechung geschaffen worden ist, durch das Bundessozialgericht auf Medizinprodukte übertragen. Also ganz so ist es nicht. Okay, danke. Und wir sehen ja hier auch nochmal den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Links unten Auszug aus der Bedienungsanleitung, wofür der Adsorber zugelassen ist, nämlich zur Entfernung dieser vorhin vorgestellten Substanzen. Und das war in den beiden gerade gezeigten Fällen auch der Fall. Von daher trifft das Thema jedenfalls auch nicht zu. Dann haben wir das Argument Nummer 5. Es klang schon mal in dem vorangegangenen Beispiel eben an, und zwar das Thema Alternativtherapien. Das lesen wir häufig, gerade bei Patienten mit einer Sepsis oder einem septischen Schock. Hier ein paar Auszüge davon, in denen immer mal geschrieben wird, dass zur Sepsisbehandlung auch alternative Verfahren zur Verfügung gestanden hätten, wie man liest hier unten die Fokussanierung, antimikrobielle Therapie, Nierenersatzverfahren und andere Dinge, weswegen es das Chemoadsorptionsverfahren der Cytosorb nicht benötigt gewesen wäre. Volker, magst du dazu was sagen? Genau, hier würde ich auch wieder erstmal einen Grundsatz klarstellen, dass es sich bei Cytosorb eben um eine adjuvante Therapie handelt. Also in keinster Weise sollen irgendwie standardtherapeutische Maßnahmen oder auch kausale Therapien, wie zum Beispiel eine Antibiotikatherapie bei der Sepsis, ersetzt werden. Das geht auch gar nicht, sondern die Therapie stellt eine zusätzliche Therapie dar, wenn die Standardmaßnahmen oder auch sogar die ein oder andere supportive Maßnahme, wie diese Grafik hier zeigt, eben nicht zu einer raschen Stabilisierung des Patienten führen. Also wenn die Patienten anhaltend instabil bleiben, obwohl die klassischen Maßnahmen oft leitlinienbasiert durchgeführt wurden, dann ist die Idee dieser adjuvanten Therapie, die sich dann eben gezielt gegen den Zytokinsturm richtet, der von den anderen Maßnahmen fairerweise nicht gezielt angesprochen wird. Man hofft halt, dass man sozusagen mit Beseitigung der Grundlage und mit Stabilisierung der Situation, dass sich die Situation beruhigt. Das ist bei einigen Patienten, die sich rasch erholen, das sind die hier mit dem grünen Pfeil, der Fall. Aber es gibt eben auch Patienten, die anhaltend instabil bleiben. Dabei ist es nicht diese Ultima Ratio-Situation. Es war auch hier eine Frage, auf die ein oder andere Frage gehen wir nachher noch ein, die wollen wir jetzt nicht ignorieren. Aber es ist hier nicht dieser Ultima Ratio-Ansatz, dass ich wirklich alles bis extenso probiert habe und dann, wenn ich gar nichts anderes mehr habe und nach mehreren Tagen mit dem Rücken zur Wand stehe, dann diese Therapie einsetzen soll. Das macht medizinisch auch keinen Sinn, sondern es geht um einen raschen Einsatz, wenn meine Standardtherapie hier nicht erfolgreich ist und dass dieses Ziel, rasch den Patienten zu stabilisieren, auch durch Leitlinien gedeckt ist. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Also das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wie die Therapie als solches einzuordnen ist. Eine zusätzliche Therapie, aber kein Ersatz. Was das für die Wirtschaftlichkeit bedeutet, würde ich ganz gerne diese Frage mal an den Christian weitergeben, die juristische Sicht dazu. Ja gut, man kann natürlich jetzt nicht daraus folgern, weil es nichts anderes mehr gibt, ist es per se wirtschaftlich. Es gibt natürlich noch weitere Argumente, die man immer berücksichtigen muss und natürlich auch also Thema indikationsgerechter Einsatz und entsprechende Dokumentation etc. Man kann aber schon sagen, dass dann, wenn ein entsprechender, wenn das Potenzial nachgewiesen wird im Sinne des 137c und ich gar keine andere Therapieoption habe, an der Stelle. Und da muss ich auch wirklich sagen, was gibt es denn? Und zwar im konkreten Fall, nicht nur abstrakt, sondern im konkreten Fall, dass dann natürlich
von der Notwendigkeit der Leistung zweifelsohne auszugehen ist, denn dann müsste ich es ja weglassen und würde dem Patienten eine Behandlungsoption vorbehalten, auf die er ja letztendlich Anspruch hat. Also da sind wir dann regelmäßig sogar im Behandlungsfehlerbereich drin. Dankeschön. Gut, okay. Dann machen wir mal weiter mit Studien, auch ein klassisches Thema. Ganz genau. Und zwar, das vielleicht interessanteste Argument, nämlich, dass die Evidenz nicht ausreichend wäre oder es eben auch nur im Rahmen von Studien einzusetzen sein sollte. Fangen wir mal mit dem Einsatz nur im Rahmen von klinischen Studien an. Christian, da würde ich auch auf dich nochmal verweisen. Du hast es ja in deinem Vortrag, denke ich, bereits sehr ausführlich auch erklärt mit Hinblick auf den Paragraph 137c in Bezug auf die Nutzenbewertung durch den GBA, denn die liegt nicht vor und auch nicht negativ vor. Von daher, gibt es irgendeine Grundlage zu sagen, es dürfte nur im Rahmen von Studien eingesetzt werden? Ja, also ich komme ja heute doch häufiger dran, als ich dachte. Ich war schon ganz traurig zu Beginn, als es dann in der Konstellation so war. Klar, kann ich gerne noch was dazu sagen. Also grundsätzlich erstmal gibt es keine Rechtsgrundlage, die mich zwingen würde, ein bestimmtes Verfahren innerhalb einer Studie durchzuführen. Es gibt natürlich Regelungen im SGB-5, die zum Erstattungsregime im Rahmen von Studien Stellung nehmen. Da sind aber insbesondere Arzneimittel betroffen dann auch. Also dafür gibt es erstmal grundsätzlich keine Grundlage, und man muss auch noch mal sagen, das ist ja das, was ich vorhin betont habe, der Paragraph 137c SGB-5 spricht nach wie vor von Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt. Also das heißt, solange nicht der GBA den Daumen senkt, kann ich die Methode bringen, natürlich unter Beachtung der weiteren Voraussetzungen, ganz klar, also ist kein Persilschein in dem Sinne, aber an diesem Grundsatz muss man erstmal festhalten, und wir haben es eben gerade bei der Prüfung des Potenzials nicht mit einer Nutzenbewertung, sondern mit einer Potenzialbewertung zu tun, die im Maßstab natürlich abgesenkt ist. Genau. Als ob ich es gewusst hätte, habe ich hier das Zitat mitgebracht. Hätte ich mir auch sparen können. Sehr schön. Genau. Noch für alle, die es interessiert, es gibt eine sehr, sehr umfassende Literaturdatenbank. An der Stelle der Verweis darauf, wer sich da mal durchklicken möchte, kann das gerne tun. Und dann gehen wir mal weiter in das nächste Argument, was eben schon angesprochen wurde, und zwar das Thema Leitlinien. Das Leitlinien haben natürlich eine wahnsinnig große Berechtigung und werden viel diskutiert. Ich habe Ihnen zwei Beispiele zum Thema Leitlinien mitgebracht. Das hier ist das erste. Und zwar, Sie sehen es ja auf der linken Seite selber, da steht Stellungnahme zur Indikation der Immunadsorption. Und dahinter der OPS-Code für die Hämoadsorption. Und demzufolge werden diverse Leitlinien zitiert, die sich um die Immunadsorption drehen. Da es gleich noch eine weitere Leitlinien-Thematik gibt, würde ich an der Stelle das eher kurz fassen und dazu sagen, aber Christian, das kannst du auch gerne ergänzen, dass es natürlich in keinster Weise eine Voraussetzung ist für die Abrechenbarkeit einer Behandlung, dass diese Methode in einer Leitlinie positiv empfohlen wird. Oder? Siehst du das? Kannst du noch dazu was ergänzen? Aber ich denke. Nein, also die Leitlinie gibt den Stand der medizinischen Wissenschaft wieder, ist aber weder eine positive noch eine Negativliste im erstattungsrechtlichen Sinne. Also das kann man, das würde ich so auch nicht stehen lassen, das ist richtig. Ja, genau. Noch dazu muss man eben sagen, dass die Immunadsorption mit der Hämoadsorption wenig zu tun hat und man also hier Leitlinien sich angeschaut hat, die mit dem Verfahren eigentlich nichts zu tun haben. Aber kommen wir noch zu einem anderen Leitlinienthema, und das ist zumindest inhaltlich natürlich relevant, nämlich die Sepsis-Leitlinie. Und hier, ich habe verschiedene Beispiele aufgeführt, heißt es eben, dass es gemäß der Leitlinie ungenügend Evidenz hinsichtlich Blutreinigungstechniken gäbe. Von dem Verfahren der Polymyxin-B-Hämoperfusion würde gänzlich abgeraten, und dass aus diesem Grund, aufgrund dieser ja eher negativen Empfehlungen sozusagen, das Abraten der Leitlinie auch das Verfahren nicht erstattet werden könne. Dass eine Erstattung auf einer Leitlinienempfehlung nicht beruhen kann, das hatten wir gerade schon gesagt, aber schauen wir uns vielleicht trotzdem noch mal die medizinischen Inhalte der Leitlinie an. Volker, das übernimmst du. Genau, gerne mal noch einmal klicken, dass wir das lesen können. Es ist prinzipiell richtig, dass hier in diesem Expertenkonsensus zur Blutreinigung von 2018 empfohlen wird,
außerhalb von klinischen Studien abzusehen von diesen Techniken. Allerdings muss man einerseits berücksichtigen, dass hier die verschiedensten Technologien zusammengeworfen wurden. Also es kam zu keiner separaten Betrachtung verschiedener Technologien. Interessanterweise ist es auch so, dass die internationalen Leitlinien, und eigentlich orientieren sich auch die Deutschsprachigen immer sehr an den internationalen Leitlinien, hier eigentlich eher neutraler sich geben und formulieren, dass sie keine Empfehlung in dem Sinne aussprechen können, dass sie sich raushalten. Also sie können es weder empfehlen, dass das machen soll, noch empfehlen, es nicht zu machen. Das hier ist eine kleine Abweichung der deutschen Seite. Was aber wichtig ist, und das habe ich vorher schon kurz adressiert, wenn man ein bisschen weiter klickt oder sich jetzt weiter die Leitlinien im Detail anschaut, dann sieht man ein sehr im großen Konsens festgehaltenes Ziel, nämlich die Wichtigkeit der initialen hämodynamischen Stabilisierung. Also, dass man eben rasch, es ist ein Notfall, ein septischer Schock, und den Patienten rasch hier zu einer stabilen hämodynamischen Situation bringt. Und genau das ist nämlich das Ziel, was mit der Zytosorb-Therapie verfolgt wird und was auch in schönen Untersuchungen gezeigt werden konnte, dass das der klinische Haupteffekt ist der Therapie, zumindest im septischen Schock, eine hämodynamische Stabilisierung zu begünstigen oder zu dieser raschen hämodynamischen Stabilisierung beizutragen. Und wenn Sie sich erinnern, wann? Ja, vor allem bei diesen Patienten, die eben nicht durch die Standardtherapie rasch hämodynamisch stabilisiert werden konnten. Also man hatte schon eine gewisse medizinische Notwendigkeit, hier tätig zu werden. Sonst reicht es natürlich, die Standardtherapie anzuwenden, wenn die rasch zum Erfolg führt. Also so gesehen ist der Adsorber zwar weiterhin nicht direkt in den Leitlinien als Therapieoption aufgeführt, das ist korrekt, aber er deckt sozusagen ein in den Leitlinien präsentiertes Ziel sehr gut ab. Und ja, das wäre sozusagen dieser Aspekt, der abseits der Tatsache, dass die Leitlinien keine Voraussetzungen darstellen, der auch noch berücksichtigt werden sollte. Ja, vielen Dank. Und damit kommen wir dann auch zu dem letzten Argument, was wir mitgebracht haben für Sie. Und das ist eben das Thema der Nutzenbewertung bzw. der Evidenz in Gänze. Sicherlich der größte Punkt, den man unterschiedlich diskutieren kann. Hier sind drei Beispiele aufgeführt. Im oberen steht, also es würden Untersuchungen mit größeren Patientenzahlen fehlen, bei denen eben auch klinisch relevante Endpunkte hinsichtlich Mortalität beispielsweise bewertet worden wären. Der klinische Nutzen wäre nicht bewiesen. Und in dem linken unteren Beispiel sagt man auch, dass zusammenfassend sogar mehr Schaden als Nutzen vorliegen würde und daher das Verfahren nicht sozialmedizinisch nicht bestätigt werden könne. Man verweist damit auf zwei Meta-Analysen. Ich denke, um das wirklich korrekt einzuordnen, übergebe ich nochmal an dich, Volker, und ich klicke eine Folie weiter. Genau, da würde ich mal Bezug nehmen auf einige kürzliche Meta-Analysen, die so in den letzten eineinhalb Jahren publiziert wurden. Das war eine Arbeit aus der Schweiz, dann eine Arbeit aus Hannover und nochmal eine Arbeit aus der Schweiz von der gleichen Arbeitsgruppe, die sich einmal auf die Mortalität konzentriert hat und im zweiten Durchgang auf die IL-6-Therapie, ob es hier Veränderungen gab. Diese Arbeiten, prinzipiell sind ja Meta-Analysen ein sehr sinnvoller Ansatz, verschiedene Studien gemeinsam zu betrachten, um hier vielleicht zu einer besseren Aussage zu kommen, die noch in einer einzelnen Studie so nicht möglich ist. Hier wurde aber doch sehr viel zusammengeschmissen, die verschiedensten Indikationen, die verschiedensten Behandlungsansätze, natürlich mit dem Adsorber, aber in verschiedensten Patientengruppen, intraoperative Behandlung während einer Herzoperation, auch verschiedene Pathophysiologien, also man kann Hyperinflammation auf verschiedenen Grundlagen haben. Das wurde alles zusammengeschmissen, sodass es so ein bisschen wie ein Obstsalat ausschaut. Obstsalat schaut schön aus und schmeckt auch lecker, aber von der streng genommenen wissenschaftlichen Sichtweise her ist es nicht unbedingt ein sehr zielführender Weg. Das mal so als grundsätzlicher erster Kommentar zu diesem Ansatz. Und dann kann man sehr wohl diskutieren, ob wirklich Mortalität so wichtig natürlich dieser Endpunkt oder dieser Aspekt ist. Die Frage sein oder nicht sein, aber ob Mortalität wirklich herangezogen werden sollte, um die Berechtigung einer Therapie sozusagen zu begründen oder nicht. Man hat gerade in den letzten Jahren mehr und mehr gelernt in der Intensivmedizin, dass dieser Ansatz meistens nur zu Fehlversuchen und Frustration führt. Es ist vielleicht auch ein bisschen überheblich anzunehmen, dass eine einzige Therapie bei diesem hochkomplexen Setup, wir reden hier über schwerstkranke Patienten, dass eine einzelne Therapie hier alleine den Unterschied
in der Mortalität machen kann, sodass man mehr und mehr davon abrückt, auch in Expertenkreisen wirklich diesen Endpunkt dazu herzunehmen, so wichtig er ist, um die Rechtfertigung für eine Therapie zu nehmen. Und leider gibt es eigentlich fast keine Therapie im intensivmedizinischen Setting, die wirklich zweifelsfrei den Mortalitätsnachweis erbracht hat. Das auch so als grundsätzliche Betrachtung. Ich möchte aber da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen bezüglich dieser Meta-Analysen und mich auch auf ein Letter to the Editor von Federica Pappalardo beziehen. Das ist ein Intensivmediziner aus Mailand, der sehr viele Erfahrungen mit kritisch kranken Patienten hat, auch mit der Zytosorb-Therapie, und der eben einige Punkte hier nochmal aufgeführt hat, dass diese Meta-Analysen oder besser gesagt die Studien, die in diesen Meta-Analysen angeschaut wurden, eben doch ihre Einschränkungen hatten in Bezug auf, dass die Patientenpopulation nicht so gut selektiert war, dass generell das Design vielleicht nicht optimal war, dass eine große Heterogenität hier herrschte. Das soll jetzt auch nicht zu kritisch den Autoren dieser Studien gegenüber gelten. Gerade die älteren Studien, habe ich früher schon mal gesagt, konnten gar nicht diese Kenntnis zum Therapiemanagement haben, die wir mittlerweile haben. Also die richtige Patientenauswahl, den richtigen Zeitpunkt, die richtige Dosierung, die sind natürlich extrem wichtig, wie für jede Therapie. Und die waren eben bei der ein oder anderen Studie so noch nicht bekannt, ja, und damit war das der Ansatz einfach doch zu breit. Und da möchte ich auch ein paar Worte, das wurde nämlich auch im Chat gefragt, auf die REMOVE-Studie antworten. Die REMOVE-Studie hat alle, das ist für die, die sich nicht so gut auskennen, die hat die intraoperative Anwendung während einer Endokarditis-Operation untersucht, hat sich aber auf alle Endokarditis-Operationen bezogen, also auch die, die eher so routinemäßig operiert wurden, die sozusagen schon lange eine Endokarditis hatten, und konnte hier zeigen, es ist sicher, es macht prinzipiell auch das, was es machen soll, nämlich Interleukine entfernen, aber es hat in der klinischen Effektivität keinen Unterschied zur Kontrollgruppe gegeben, weil man eben sehr unselektiv vorgegangen ist. Und wir sagen mehr und mehr, dass eben die Patientenselektion eigentlich in allen Indikationen entscheidend ist. Es ist nicht jeder septische Schockpatient, es ist eben auch nicht jeder Endokarditis-Patient. Der Zytosorb-Patient, man setzt nach allem, was wir wissen, keinen Schaden, aber es kommt eben für die Effektivität auf diese Selektion an. Und es gibt schöne Untersuchungen, die bei schwer krankeren Endokarditis-Patienten, richtig gesund ist natürlich keiner, bitte nicht falsch verstehen, aber bei denen, die heiß sind, wie man so auch umgangssprachlich sagen könnte, also die ganz akut sind, die aktiv sind, Entzündungen, die gerade aktuell ablaufen und nicht eher chronisch sind, dass man hier mit der intraoperativen Anwendung sehr wohl einen Unterschied machen kann. Und so gesehen ist allgemein, wenn man das Thema, und damit noch einmal klicken bitte, Franziska, sehr vereinfacht und verallgemeint, dann kommt man irgendwie nicht weiter. Es sind sehr komplexe Fragestellungen, und da finde ich dieses Zitat eigentlich sehr passend, dass es für jedes komplexe Problem natürlich eine Antwort gibt, die einfach ist und die auch klar ist, aber die leider in der Regel auch falsch ist. Man muss eben doch ein bisschen mehr ins Detail schauen, und eben das ist manchmal das Problem auch von der ein oder anderen älteren Studie gewesen, doch sehr selektiv die Patienten sich aussuchen und nicht zu sehr verallgemeinern und zu viel in einen Topf schmeißen. Gut, wenn man das jetzt nochmal so zusammenfasst, und Sie haben ja vorher schon einiges auch über das klinische Potenzial oder über die Wichtigkeit des Potenzials gehört, dann denke ich, kann man schon mit sehr gutem Gewissen festhalten, dass der Zytosorb-Adsorber eine hohe Sicherheit aufweist. Da gibt es wirklich zahlreiche RCTs, es gibt zahlreiche Registerauswertungen mit teilweise über 1400 Patienten, die allesamt unterstützen, dass der Patient, dass der Adsorber ein sehr günstiges Sicherheitsprofil aufweist und somit als eine sehr sichere Therapie zu erachten ist. Und die grundsätzliche Wirksamkeit, und was meine ich mit grundsätzlicher Wirksamkeit, also die Fähigkeit, die in der IFU genannten Substanzen zu entfernen, Zytokine, Bilirubin, Myoglobin und eben die beiden Antithrombotika, die ist auch sehr gut belegt. Da gab es eine kürzliche Studie vor einem Jahr, die nochmal ganz schön das Proof of Concept in Bezug auf die Zytokinentfernung zeigen konnte. Und damit, denke ich, hat man diese Basis für ein Potenzial gelegt. Und generell bei der Betrachtung der Evidenz, auch der Eminenz, wie vorher auch diskutiert wurde, geht es eben nicht nur um RCTs, sondern eben auch um andere Betrachtungen, die eher den realen Einsatz sozusagen abbilden. Weil eine Frage war auch kurz, dass viele Behandlungen nicht viele RCTs bedeuten. Das ist sicher richtig, aber RCTs ist eben auch nur ein Baustein, um hier klinische Daten zu einer Therapie zu präsentieren. Also zusammenfassend nochmal, damit es klinisch wirksam ist,
kommt es eben auf die Art des Einsatzes an. Da gibt es viele Publikationen, die eben einzelne Aspekte des Therapiemanagements wie Patientenselektion, Timing und Dosing schön beleuchten. Und was auch eine schöne Anerkennung und natürlich auch eine sehr schöne Zusammenfassung der aktuellen Best Practice ist, ist die Publikation, die wir Ihnen auf der nächsten Folie zeigen werden. Und zwar wird hier nochmal den aktuellen Stand der Kenntnisse präsentiert für die Anwendung im septischen vasoplegischen Schock. Und das ist auch eine Anerkennung, finde ich, oder eine Bestätigung, dass hier verschiedenste Experten aus der Intensivmedizin in dieser Publikation, in einem Peer-Review-Journal, den Stellenwert der Therapie fraglos sehen, wenn eine sinnvolle und adäquate Patientenselektion, Timing und Dosing gegeben ist. Das wird hier nochmal sozusagen spezifiziert. Und das ist eben wichtig, um den Unterschied zu machen. Wenn das aber so eingesetzt wird, dann kann man einen Unterschied machen. Und auch nochmal, um vorher die Frage kurz der Ultima Ratio zu adressieren, hier wird eben auch empfohlen, nicht die Ultima Ratio Ansatz oder den Ultima Ratio Ansatz zu wählen, sondern innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden die Therapie zu starten. Und ich denke, es reichen die ersten 6 bis 12 Stunden, um zu sehen, ob meine Standardtherapie funktioniert oder nicht, weil sich das klinisch eigentlich relativ schnell zeigt. Und somit muss man früh sein, das liegt an der Pathophysiologie, das macht Sinn. Ultima Ratio ist vielleicht leichter zu argumentieren, wenn man gar nichts mehr hatte nach mehreren Tagen, aber es ist medizinischerweise nicht der sinnvolle Weg. Und dieser Weg ist hier eben auch schön nochmal präsentiert von unabhängigen Experten. Und damit habe ich hoffentlich die ein oder andere Frage aus dem Chat beantwortet. Die Aspekte der Codierung, die müssten wir nochmal abseits dieses Webinars klären und würde ich nochmal auf Sie zurückkommen. Aber die anderen Fragen habe ich hoffentlich kurz mal adressiert, sonst gerne nochmal jetzt sich dazu äußern. Und dann würde ich zum Fazit gerne an meine Kollegin zurückgeben. Ja, vielen Dank, Volker. Damit sind wir am Schluss unseres gemeinsamen Vortrages. Wenn Sie dazu noch Fragen haben oder auch andere mit anderen Argumenten konfrontiert sind oder aus Sicht der Kassen das noch anders beurteilen, dann, wie gesagt, kontaktieren Sie uns jederzeit gerne oder auch stellen Sie Ihre Frage jetzt noch in den Chat. Nochmal kurz zusammenfassend haben wir Ihnen gezeigt, dass also, wenn es konkret um das Verfahren der Hämoadsorption mit dem Cytosorb-Adsorber geht, die Sicherheit und die Wirksamkeit der Entfernung der zugelassenen Substanzen einfach gezeigt wurde. Es besteht grundsätzlich eine Erstattungsfähigkeit, da dieses Verfahren insbesondere das Potenzial einer sogenannten erforderlichen Behandlungsalternative aufweist. Nochmal erneut der Hinweis auf die Dokumentation. Im Chat wurde auch angemerkt, dass beim Adsorberwechsel das manchmal kritisch ist. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, beim Wechsel drauf zu schauen oder sich die Prozesse so zu optimieren, dass man wirklich jeden auch dokumentieren und später auch dann kodieren kann. Dann in diesem ganzen Feld der extrakorporalen Verfahren, auch nur in dem Bereich der Vollblut-Apheresenverfahren, gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede innerhalb der Verfahren, der Behandlungsziele und dann auch der konkreten Medizinprodukte. Das muss man wirklich auch im Hinterkopf im Hinterkopf haben, wenn man diese Behandlung dann auch bewertet. Dass der Grundsatz der monokausalen Kodierung nicht zutrifft, das haben wir Ihnen auch gezeigt. Und ansonsten erneut die ernst gemeinte Bitte an alle, wenn Sie Fragen dazu haben im Alltag, sei es in der Klinik, bei der Behandlung, bei der Abrechnung oder bei der Prüfung dessen, wenden Sie sehr gerne an uns drei. Christian, du hast es ja auch schon gesagt, für dich gilt das genauso. Wir möchten da sehr gerne für Aufklärung und Kommunikation sorgen. Von daher sage ich erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn jetzt nicht nochmal Fragen kommen, übergebe ich dann an dich, Christian, für das Schlusswort. Okay. Ja, vielen Dank für die auch für mich immer wieder spannenden Ausführungen. Ich finde dann gerade, wenn es dann in die Medizin übergeht oder auch die gesundheitsökonomischen Implikationen, dann sieht man auch mal, was man aus dem Rechtlichen dann so in der Praxis dann macht oder wie es dann angewendet wird. Insofern vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, sehr geehrte Damen und Herren, dass es auch für Sie erhellend war. Insofern auch nochmal das Angebot, wenn Fragen bestehen, bitte schreiben Sie uns an. Wir kommen gerne darauf zurück.
Es hat uns jedenfalls viel Spaß gemacht, mit Ihnen diese Stunde heute Nachmittag zu verbringen. Wir sind ja auch fast pünktlich in der Zeit, geloben leichte Besserung für das nächste Mal, aber wir sind ja fast auf den Punkt. Und insofern möchte ich es natürlich nicht versäumen, auf die kommende Veranstaltung hinzuweisen. Und zwar am 28. Februar ist wieder ein Mittwoch, wie gehabt um 15 Uhr. Und da geht es um den Einfluss von Kosten auf die Entscheidung für oder eben auch gegen den Einsatz bestimmter Behandlungsmethoden. Ist natürlich dann auch die logische Weiterentwicklung des heutigen Themas. Und auch da freuen wir uns natürlich wieder über Ihre Teilnahme und über eine rege Diskussion. Insofern verbleibt mir natürlich jetzt auch stellvertretend für die anderen, Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Restwoche zu wünschen. Alles Gute und wir freuen uns auf unser Wiedersehen im Februar. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Thank you.